Die Boxweltmeisterin Ebanie Bridges, 37 Jahre alt, zog erneut alle Blicke auf sich. Als sie sich vor ihrem Kampf gegen Miyu Yoshida, 35 Jahre alt, offiziell wog. Die blonde Bombe heizte den Fans kräftig ein, und die Offiziellen hatten Schwierigkeiten, ihre Professionalität zu wahren. Am heutigen Samstag plant Bridges, mit 9 Siegen und einer Niederlage, im Chase Center von San Francisco ihren IBF-Weltmeistertitel im Bantamgewicht zu verteidigen. Ursprünglich sollte die blonde Bombe gegen ihre Landsfrau Avril Mathy, 36 Jahre alt, in den Ring steigen, mit der sie eine Vorliebe für freizügige Auftritte teilt. Doch das kam nicht zustande, da sich Mathy im Training verletzte. Kurzfristig musste die Japanerin Miyu Yoshida, 35 Jahre alt, mit 10 Siegen und 4 Niederlagen, einspringen. Am Freitag standen Bridges und Yoshida auf der Waage. Bridges nahm sichtlich gut gelaunt am Termin teil, grüßte die Anwesenden und zog sich bis auf die blauen Dessous aus, was von den Fans unter tobendem Beifall honoriert wurde. Auch beim obligatorischen Face-Off-Foto mit ihrer Kontrahentin Yoshida beließ es die blonde Bombe bei Reizwäsche. Der Promoter-Legende Eddie Hearn, 44 Jahre alt, hatte große Mühe, nicht zu starren. Ein amüsantes Highlight ereignete sich, als ein Offizieller eine Bemerkung zum Promoter machte. Bridges drehte sich um und brach in tosendes Gelächter aus. Die Weltmeisterin benötigte einige Sekunden, um sich zu sammeln. Ebanie Bridges vs. Miyu Yoshida, kann die blonde Bombe ihren Titel verteidigen? Für Bridges ist es der erste Kampf seit dem vergangenen Dezember. Damals verteidigte die 37-Jährige zwar ihren IBF-Titel gegen Shannon O'Connell, 40 Jahre alt, verletzte sich jedoch an der Hand. Der Kampf ist für den heutigen Samstagabend um 20 Uhr Ortszeit, 2 Uhr nachts deutscher Zeit, angesetzt. Nun will die blonde Bombe wieder angreifen. Yoshida ist als Stream bei DAZN zu sehen. Bridges vs. Die studierte Mathematiklehrerin Bridges betreibt abseits des Rings ein äußerst erfolgreiches OnlyFans-Profil.